Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For the King mit Emme Standard und mir. Hey! Ja, ich bin lernfähig, zumindest für eine Folge. Also ist bestimmt gleich wieder vergessen. Naja, egal. Stimmt. So, ich hoffe sehr, dass wir jetzt hier mal irgendwo eine Stadt... Hier sind tausend so eine Seehöhen, aber keine einzige Stadt, das gibt's doch nicht. Was da oben? Oh, da ist schon der Boss. Ach du Kacke. Okay, da halten wir uns. Sollten wir vielleicht noch nicht hin. Nee, vielleicht nicht so unbedingt. Okay, die wäre da unten, der Tempel. Dann fahre ich hier mal so ein bisschen runter. Gucken. Ich könnte auch mal die Schatzkarte aktivieren, tatsächlich. Ja, genau. Tu das mal. Kannst du das jetzt oder... Nee, leider nur, wenn ich dran bin, glaube ich. Ja, jetzt kann ich da gar nicht ran. Ah, das sieht doch nach Land aus. Jahrmarkt. Zumindest ist es ein Jahrmarkt, vielleicht ja auch eine Stadt irgendwo. Was ist da unten? Notsignal. Hm? Piratenbucht. Das könnte eine Stadt sein, Piratenbucht. Ja, vielleicht, ja. Bietet Schutz, Ausrüstung und Dienste. Ah, ja. Gut. Wer ist das hier? Oh. Notsignal. Achso. Ah, ich weiß nicht, der sieht verschlagen aus. Stimmt, das ist doch hier die Freibeuter-Uniform, ne? Weiß nicht, ob wir das probieren sollten. Ja. Ich kann nicht anders. Ein Schiff mit einer Notflagge treibt müßig aus dem Wasser. Aber es ist ja schon angezeigt, dass es zwei Gegner sind. Aber ich kann auch verlassen. Es ist üblich, Retter mit Gold zu belohnen, falls dieses Schiff Rettung wirklich nötig hat. Also das ist ja schon eine klare Ansage. Nee, ganz ehrlich. Da sind wir mal gerade. Ich glaube, die wollen uns da verkackeiern. Und schon sind sie untergegangen. Ja, gut. Aber das waren auf jeden Fall Freibeuter. Also da wurde ja wirklich drei. Da waren ja drei Gegner angezeigt quasi. Das kann man ja nicht falsch verstehen. Levelaufstieg. Du hast uralter Steinbruch gefunden. Die Heimat von Deimos. Ob das Ach, was die Geißel ist das, die wir hier gleich haben. Ah. Okay. Oh. Level 6 Geißel. Aber ich gehe jetzt erstmal zur Piratenbucht. Ja, definitiv, ja. So, hier haben wir auch ein Questbrett. Da gibt es einen Gegenstand und zwar einen Zunderbeutel kann man gewinnen. Und hier gibt es zwei weitere Städte dann. Schloss Wacker und Joniburg. Oh. Also wir könnten den Zunderbeutel gewinnen oder wir könnten auch gegen... Was ist das hier? Für Erforschung zum Beispiel 112 Gold. Für jemanden töten 120 Gold. Wie viel kostet denn ein Zunderbeutel? Moment, jetzt gucke ich mal kurz auf den Markt. Da gibt es keinen Zunderbeutel. Hm. Wollen wir die Quest machen für den Zunderbeutel? Ja, wir haben noch drei. Aber ansonsten gibt es halt nur Gold, Gold und Gruppen-EP. Ist jetzt auch nichts Geiles. Weiß ich nicht. Da finde ich den Zunderbeutel bald besser. Und da müssen wir gar nichts wirklich machen. Das ist einfach nur, warte mal, eine Lieferung. Ja, dann lass uns das nehmen. Okay. Weil Zunderbeutel kann man halt nicht genug haben. Oh. Da wollen wir, glaube ich, eh hin, ne? Vom einen Hafen zum anderen? Das ist doch schon mal gut. Dann können wir ein neues Schiff kaufen. Das stimmt. Aber hier ist auch direkt einer bei Joniburg tatsächlich. Kann ich noch was machen? Ja, okay. So, Markt. Oh, hier gibt es Gottesbad. Na, wunderbar. Dann kaufe ich hier direkt mal Gottesbad. Erstmal nur ein. Oh ja, die brauche ich unbedingt, die Goldwurzel. Das brauche ich nicht. Hier gibt es auch Identifikationsschriftrolle für Mimiktruhen. Dann nehme ich, glaube ich, mal eine mit. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann können wir die gut umgehen. Die braucht man nicht. Das auch nicht. Oh, wow. Hier gibt es eine coole Rüstung. Die könntest du dir mal angucken gleich. Und ein Geil. Oh, der Säbel ist ja geil. Okay. Säbel? Mhm, ein Säbel. Okay, ansonsten... Du hast meine Aufmerksamkeit. So, dann gehe ich mal schlafen. So. So, Elke wird sich jetzt das... nee, nicht Gruppe abholen. Oder schafft sie das nicht? Moment, Moment, Moment. Das ist, kommt dahin. Wird sie erstmal die Pfeife kaufen, die nächste, die Knochenpfeife. Oh, sehr gut. Ja, muss sie ja, genau. Mhm. Auf- und ausrüsten. Schön. So, was ist der Säbel? Guter Säbel. Große Fackel. Muss ich gleich mit dem MS-Standard selbst gucken.
Sie bräuchte auch mal eine neue Waffe, ne? Hatte ich ja gesagt. Stimmt, ja. Die ist ja Was hat nicht sie so immer perfekt. so für Dinger? Ein Hammer hat sie gerade. Im Moment hat sie eine Axt. Wo sehe ich das nochmal mit dem, was sie benutzen kann an Waffen? Achso, sie hat gar nicht das Richtige ausgerüstet, ne? Sie hat hier gerade den Hammer des Schmieds ausgerüstet. Die Kriegsaxt liegt im Inventar rum. Ja, super. Hat sie die überhaupt mal benutzt gehabt? Ja, verdammt nochmal. Wie konnten wir das denn übersehen? Ja, ich weiß, ihr habt das vor 8 Episoden schon geschrieben, aber naja. So lange Hilft uns spielen wir jetzt. noch nicht heute. Es sind, glaube ich, erst 4 oder 5 gewesen. Verdammt. Also wir könnten, oder sie könnte jetzt von dem restlichen Geld, was sie hat, auch noch eine Fischerbooturkunde kaufen für 81. Weil Handelsschiffurkunde oder Panzerschiffurkunde können wir uns eh nicht leisten. Das ist zu teuer. Ja, Also auch dann nimm selbst doch nicht, wenn das. ich dann Dann nimm komme. das. Dann können wir es nämlich gleich eintauchen, Yay. eintauschen. Und sie kann dann noch einmal bitte schlafen. Muss sie schlafen? Naja. Ja. Kann sie machen. Ein neuer Tag. So, und der MS Standard. Drachenpfeife 270. Huiuiui. Was wollte ich nochmal kaufen? Du wolltest wegen dem Säbel schauen. Ach so, ja, stimmt. Was habe ich denn im Moment denn? Schartiger Säbel. Saphir, Schwert ist natürlich über allem, klar. Der ist besser, der gute Säbel. Kannst du dir leisten? Ja. Sehr schön. War gar nicht so Hey. teuer. Gottesbart kaufe ich auch noch. Das ist ja richtig billig hier, 15. Das kostet ja fast nichts. Ist ja wie Geschenk. Goldwurzel kaufe ich noch. Ich bin ja der Kräuteropa hier. Ja, ich Und habe einmal dir auch gerade schlafen. eine rübergegeben. Ich hatte ja auch eine gekauft hier, ein Gottesbad. Habe ich dir gegeben. Na, ja, Aber es sieht ja gibt schon wieder nie besser aus. Ginseng, ne? Das ist so krass. Auch hier schon wieder kein Ginseng. Das ist Ja. unglaublich. Wir sind alle durch jetzt, oder? In der Stadt? Gut, dann nehme ich euch alle mit. Dann müssen wir jetzt die Geißel machen, weil die kommt jetzt auch. Oh, ist aber Level 6. Boah. Ganz schön. Wird hart. Ja, soweit habe ich es nicht mehr bis zum Level up. Also dann bin ich zumindest nur noch ein Level darunter. Na, dann machen wir mal. Wer steht denn da? Ein Pirat, Musketier. Auch Das kenne gerade ich auch noch gesehen, nie der als mit der Gegner, oder? Knarre da. Boah, sieht hier gefährlich aus. Oh, ich habe Angst, ich will da nicht rein. Gut. Okay, komm, wir beenden das LP. Ja, wir hören jetzt auf an der Stelle, weil ich habe zu viel Angst. Ja, wir haben Angst. Tschüss. Oh, da unten kommt ja noch die nächste Höhle. Jetzt bin ich total verwirrt. Das Boot, mussten wir das nicht eintauschen in einem Hafen? Stimmt, diesmal nicht. Diesmal haben wir Das es war aber gut. am Anfang so, ne, als wir hier angefangen haben. Ja, dann, weil wir nur die Urkunde hatten, aber kein Dings, ja. Ja, ich habe da jetzt auch nur eine Urkunde gekauft. Ja, weiß ich jetzt, habe ich jetzt auch nicht ganz Ja, verstanden, egal. ich beschwere mich jetzt nicht, ist in Ordnung. So, Steinbruch. Ach so, das ist einfach nur, ach stimmt, das ist ja immer nur die Geißel und das war's. Aber das ist doch nicht die Geißel, die hier oben angezeigt wird. Das ist eine ganz andere Geißel. Oh. Die sieht anders aus. Meine Erinnerung reicht weit zurück und doch seid ihr mir fremd. Doch es macht keinen Unterschied. Ich werde es genießen, euch zum Chaos zu zerlegen. Ja. Jetzt Maul. Oh. Ja, wir sind natürlich immun gegen alles. Auch kein Blut? Ja, schade. Na gut, denn nicht. Oh, der hat aber krasse Widerstände, ne? Krass. Yes, das ist nicht gut. Ich hätte vorher doch lieber meinen Glasbogen nehmen sollen. Vielleicht wechsle ich nochmal schnell die Waffe. Glasbogen ist hier vielleicht besser. Boah, wie hier alles aussieht, ey. Krass. So Universums-Endkampf-mäßig. Aus wie in einem Marvel-Film. Ah, krass. Boah, nein, doch nicht mal brennen. Böse. Ich habe auch keinen Ginseng. Hat keiner. Boah. Ein krasser Gegner. Wow. Ach komm schon, 76% und die letzten beiden Würfel daneben. Das ist doch für ein Arsch.
Also ich habe jetzt das Verfierschwert ausgerüstet. Oh, das ist nicht gut. Warum kann ich keinen... Ja, Fokuspunkte kann man da nicht benutzen, leider. Oh, aber schöner Schaden. War das schon immer so, dass man Fokuspunkte nicht benutzen kann? Weiß ich nicht, ich hatte nie eine Glaswaffe benutzt, glaube ich. Also ganz am Anfang da den Bogen mal, aber da kann ich mich nicht mehr dran entsinnen. Oh, wir brauchen unbedingt eine Heilung. Ja. Oh, sehr gut. Sehr schön. Vielleicht hau ich noch um. Na, ich hau ihn wahrscheinlich nicht um. So viel mache ich, glaube ich, nicht. Ich bin zwar beide. Ah. Yay. Okay, das ging ja nochmal gut. Ja, gerade so. War mutig. Yay. Yay. Wow. Oh. Ja, genau, der war das. Natürlich deutlich mehr Rüstung, maximale Gesundheit auch erhöht. Und coole Immunitäten, tatsächlich. Jetzt die Frage, ist das jetzt was für Elke oder eher was für einen Standi? Das weiß ich nicht. Wegen maximaler Gesundheit. Ich habe immer das Gefühl, dass sie mich schneller runterschlagen als euch. Na, ich guck mal, was habe ich denn im Moment auf? Nee, dann verliere ich Stärke. Also ist doch eher was für Elke, wenn du es jetzt nicht haben willst. Nee, dann gebe ich es Elke. Warte mal. Hier ist Verwerfen. Das, wenn ich Verwerf mache, ist weg, ne? Aussetzen müsste es sein. Ja, ja. Dann muss ich es erstmal einsammeln, tatsächlich. Sonst hätte ich es jetzt weggeworfen. So, und jetzt kann ich es aber geben. Wo haben wir es dann? Da. So. Bitteschön. Jetzt muss ich auf jeden Fall in die Stadt zurück. Moment, ich muss eben das ausrüsten. Alles gut. Oh, Glück. Yay. Ach, bin schon hochgefahren zur Stadt. Das ging ja fix. Ich hatte zum Glück schönen Tag. Freut mich, dass du einen schönen Tag hattest. Ja. So, Dienste und Schlafen. Ja, Elke muss eigentlich nicht schlafen. Naja, Fokus, ein bisschen HP. Aber eigentlich nicht unbedingt. Ja, genau, wegen Fokus immer, ja. Ich vergesse das immer mit dem Fokus. Was? Die Sängerin ist einfach. Achso, die Sängerin. Höre mein Siri. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade erwartet habe, da stand die das vor. Die Sängerin, aber gedacht, sagt jetzt mal nichts zu. Entschuldigung. Okay. Höre mein Sirenenlied. Komm zu mir. Der globale Effekt gefällt mir gar nicht. Was hat er denn? Ja, es steht doch da. Auf See können Spieler zu Beginn ihres Zuges die Kontrolle über das Boot verlieren. Was macht das denn? Ei. Und wo ist die Sängerin jetzt? Die ist links unten. Siehst du, immer schon ist einfach weitergefahren. Das ist nicht schön. Echt? Ach, war das jetzt wirklich so? Ja. Ich hab da nicht hingeklickt. Ah, das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Warum kann ich denn die scheiß Sänger nicht anklicken? Mir wird nicht gezeigt, wo die ist. Ach, jetzt. Oh Gott, ist das weit weg. Da kommen wir ja nie an, wenn das so läuft. Aber das verstehe ich nicht. War nicht eigentlich immer die Geißel, die man dann hier besiegt hat im Tempel, auch die Geißel, die da war? Also die als nächstes kam? Ja, ich glaube, wir haben da einfach nur Glück gehabt oder jetzt Pech gehabt, dass wir die falsche Geißel gefunden haben. Soll ich jetzt der Geißel entgegenfahren? Ja, ne? Ja, ich meine, das ist jetzt die Frage. Eine Geißel oder die große Flut, die kommt nämlich auch näher. Ah, scheiße. Ja, aber wir kommen ja zur Flut gar nicht an mit dem Schiff. Wo ist denn der? Achso, die ist ja auch hier. Guck mal, das ist hier. Der Wassertempel, der ist hier. Wassertempel der Schurkeninsel, meinst du, ne? Der erste, der aufgelistet ist. Ja, der soll hier sein, direkt. Ja, ich sehe ihn zwar nicht, aber dann lass uns da hinfahren. Ja. Nein! Nein! Fick dich! Nimmst du das andere Boot? Ja, ist ja gut. Ja, was machen wir da? Ja, ist das doof, die ganzen Punkte mal verschwenden. Aber die, nein, ja, jetzt machst du es nochmal. Ja. Ja, jetzt verlieren wir eine Runde, aber macht ja nichts. Wenn wir mal eine Gruppe abholen. Ich konnte dich rüberbeamen. Nein! Was machen die denn? Sind die doof?
gar nicht mehr. Was machen die denn für einen Quatsch, die Scheiße, anderen? Ich kann nicht mehr. Ja, aus irgendeinem Grund wechseln die das Boot halt einfach. Du darfst nicht über das Floß fahren. Stürmische See. Oh, Scheiße, ich kann nicht mehr. Wo fährt denn das Boot hin? Ja, der fährt einfach irgendwo hin beim ersten Zug. Wir kommen da nie an. Wir kommen da nie an, kannst du vergessen. Oh, das ist lustig. Oh, Scheiße. Aber wo ist denn der blöde? Hier ist doch gar kein Wassertempel. Ist doch hier gar nicht. Naja, bei den Schurkeninseln. Hier werden wahrscheinlich noch zwei, drei andere Inseln sein, die jetzt verdeckt sind. Ich sehe ja nicht so viel wie du, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall sehe ich keinen Tempel. Noch bin ich blind. Also da oben ist ein Heiligtum, ne? Das können wir uns mal holen. Da ganz oben, falls du da rankommst. Weil mir und Elke fehlt ja noch ein Heiligtum. An ja. Ja, genau. Elke kann es nehmen. Plus zwei Bewegungsbonus. Ja, ist doch super. Okay. Dann kann ich die jetzt wieder einsammeln, die Elke, hoffentlich. Ja, also wo kann der Wassertempel sein? Das ist vorher auf den Inseln, ne? Also ich würde halt so ein bisschen wie in Richtung halt, auch da unten ist sogar noch ein Teufelswerft, also ich würde schon in Richtung Geißel so halt fahren dann. Meinst du, wo jetzt hier eventuell von unserem Boot aus gesehen rechts diese kleine Insel, wo jetzt das Floß steht? Da ist ja noch ein Feld, was nicht aufgedeckt ist. Ich glaube nicht, dass die da hochkommt. Die andere war auch direkt da, oder? Die war doch direkt da, die andere. Der Wasserturm, die sind doch da. Ja, warum sonst? Ja. Ja, aber den bevor wir nachher rumfahren, uns wäre genau das Feld gewesen. Na, aber ich glaube, die sieht man. Also hätte natürlich auch sein können, aber... Okay. Ja, das jetzt... Ich würde hier einmal so quer reinfahren quasi. Ich fahre mal erstmal hier hin. Also da oben ist es schon mal nicht. Vielleicht ist die ja hier unten irgendwo bei der Teufel. Sind rechts auch noch? Könnte natürlich auch sein, dass die da irgendwo rechts nachher ist, ne? Ach Scheiße, kann ja überall sein. Okay, auf der Insel sind nicht. Ich glaube, hier haben wir da irgendwas übersehen. Na, die könnte noch rechts, da sind auch noch Inseln. Das könnte auch gut sein, dass die vielleicht rechts da auf der Insel hockt. Das sind ja hier alles so kleine Inseln. Oder da oben links bei der Krabbe, da könnte es auch sein. Bei dem Nachtmarkt da links. Deswegen, ich würde jetzt zur Geißel fahren erstmal. Wo wir gerade hier sind, würde ich zur Geißel fahren. Ich meine, ist doch voll scheiße mit dem Boot. Also. Da ist er. Ja, ist nicht so lustig. Naja, schon irgendwie, aber... Wie die besoffenen Seemänner. Ja, lustig ist es schon. Irgendwas haben wir übersehen. Ja, ich glaube, die wird wahrscheinlich wirklich da irgendwo rechts sein. Da wird eine kleine Insel noch sein und da wird die drauf hocken. Was haben wir hier? Duki-Jahrmarkt? Ja, hier wird die nicht mehr kommen. Ich glaube eher die Insel hier oben, wo so viele... Könnte auch sein. Gelbe Felder sind. Könnte tatsächlich auch sein. Warum kann ich nichts machen? Wir vielleicht vorher ausprobieren. Bist du nicht fertig? Ja. Ich würde jetzt, wenn ich schaffe, zur Geißel. Ja, und ich würde es auch schaffen. Ich würde jetzt gerne Geißel machen. Erstmal. Da sind wir jetzt halt dran, ne? Also ich weiß nicht. Oder willst du oben gucken wegen der Flut halt? Ja, dann mach. Dann ich weiß nicht, wir können auch wegen der Flut oben gucken. Ja, vielleicht fahren wir dann aber umsonst hin. Also gehen wir erstmal zu Geißel, dann können wir noch da hochfahren. Also. Ja, dann haben wir es wahrscheinlich schon verpasst, oder? Oh Gott, nein. Oh. Der Krake. Oh. Jetzt. Ich wollte ihn immer haben, aber nicht jetzt. Level 8. Krass. Aber wir haben keine Wahl, ne? Können nur verteidigen. Ach du Scheiße. Wow. Oh. Krasses Tier. Verfangen. Boah, ich komme ja nie wieder dran. Aber cool gemacht, dass der Tentakel quasi drei Gegner sind. Irgendwie ist das cool. Total cool. Ich finde es schön gemacht. Mag so Details. Hast du noch die Glaswaffe? Ist das das Saphirschwert? Ja, ne? Ja. Boah, 360 HP hat der, krass. Ja, plus die Tentakel. Ach, jetzt glaub, auch noch falsch ausgewählt. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht, ne? Sollen wir nicht wegrennen? Das ist doch viel zu krass, das Viech. Weiß ich nicht. Oh, der haut unser Boot kaputt. Das ist ja böse.
Ja. Kannst du wegrennen? Nein. Wer das Boot gefangen hält. Oh Gott, wie soll man das schaffen? Der ist ja viel zu krass. Wir machen doch gar keinen Schaden. Na, das ist Game Over jetzt hier. Aber die können doch nicht so böse fliehen, ist nicht, ja. Ich kann auch mein Kleeblatt wahrscheinlich gar nicht einsetzen, weiß ich nicht. Ja, da sind wir auch nicht alle weg. Blutet der? Kann der bluten? Ich weiß es nicht. Nee, ja. Scheinbar. Kann er. Bluten kann er, ja. Oh, dann probieren wir es mal mit dem Bluten. Okay. Blutet jemand? Okay. Zwei immerhin. Aber so viel Damage würde es auch nicht machen über die Zeit. Na gut, wir haben 5 Gottesbart. Also wenn er uns nicht das Boot unter den Füßen zersteppert, schaffen wir es vielleicht. Ja, wir haben auch noch ein Reparaturset. Oh. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn das Boot kaputt geht. Was dann passiert. Ja, genau. Das sollten wir dann vielleicht vorher benutzen. Ja, ich bin so selten dran wegen dem scheiß Tentakel um mich drum. Mist. Oh nein. Verwirrung. Mist. Ja, super. Das ist doof. Oh Gott, wer weiß, was die jetzt für eine Scheiße anrichtet. Oh, ist der eine weg? Okay, der ist verblutet tatsächlich. Ja. Okay. Was anderes kann ich nicht machen. Jetzt kann sie nochmals das Boot reparieren. Was denn jetzt? Hä? Wir haben es geschafft? Ach, man muss den nicht ganz besiegen. Ah. Ja, wirklich, das bringt das jetzt aber auch nicht. Aber wir haben es überlebt. Ja, immerhin. Wir können jetzt zur Geißel. Mhm. Warte mal. Ich wechsle mal eben die Waffe. Wir gehen doch jetzt zur Geißel, ne? Ja, ja. Gut. So. Ich nehme jetzt den Glasbogen dafür. Achso, stimmt. Unser Boot muss ja noch repariert werden. Aber gut, da brauchen wir nicht dafür. Oh, Level 8. Wow. Die ist ganz schön eklig. Folge mir, Sterbliche. Höre das ewige Lied. Hier, da war eine komische Band dabei. Ist ja auch so hardcore. Okay. Ja, schön. Hab extra einen Glasbogen genommen. Ich hoffe nur, dass er nicht kaputt geht. schwach. Nein. Nur Stärke brauche ich nicht. Oh, Heilung brauche ich. Na, super. Hui. Dankeschön. Okay, hey. Eine Sorge weniger. Sehr schön. Na, nach dem Kraken. Muss man bei dem Kraken wahrscheinlich wirklich einfach nur einen Teil kaputt machen und vielleicht eine Weile überleben oder so. Vielleicht auch nur eine Weile überleben, bis er abhaut. Ja, irgendwann würde ich den aber auch gerne besiegen können. Das wäre natürlich auch cool. Hatten wir nicht mal irgendwas gegen den Kraken? Ich habe doch mal gesagt, ich will unbedingt den Kraken sehen, weil wir irgendwas hatten. Irgendwas gefunden oder so. Ich glaube, wir hatten irgendwas gefunden, was den Kraken quasi fernhält oder wegmacht. Die ist ja schon wieder verwirrt. Gut. Das war's mit meinem Saphirschwert. Ist es kaputt? Ja. Oh, ist ja schade. Boah, Glück. Wer weiß, was das gerade war. Ja, jetzt habe ich noch mehr Angst, dass mein Poken kaputt geht. Ja, gut, ich hatte mit 76% aber auch recht wenig. Ich habe auch nicht mehr, glaube ich, oder? Ich noch mal gucken gleich. Na, schade. Ach, verwirrt bin ich auch noch. Super. Oh, wieder vergessen, Fokus zu benutzen. Mein Gott. Ja, ich kann keinen Fokus benutzen. Ich habe 86%, das ist tatsächlich... Nein, das ist gar nicht so wenig, toll. Ah, Mann, ey. Ja, jetzt läuft alles gegen uns. Ist ja blöd. Beide haben wir unsere Waffe hier verloren. Ob das bei Endkämpfen, also so bei Bosskämpfen irgendwie so ist, dass es schneller passieren kann? Was hat er jetzt gemacht? Weiß ich nicht. So, ich muss jetzt erstmal... Zumindest die Waffe kann ich auch nicht heilen, ne? Also... Ja, ja, ich weiß... Was waren jetzt meine Waffe? Oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal überlegen. Die hier, glaube ich. So. Ja, und die hat so viel Schutz. Da kann ich ja kaum was machen. Nein.
Oh Gott. Wieder verwirrt. Oh Gott. Aber wir haben ja noch ganz viele Leben. Jetzt weiß ich, was das war. Verspotten. Achso, du hast auch gar kein Leben verloren. Das ist ja nur das Heiligtum erstmal. Ja, nur. Das ist ja trotzdem scheiße. Ja, schade, aber kein Leben verloren. Oh Gott, ich mache kaum Schaden mit meiner Waffe. Sehr schön. Ah, oh, jetzt hat sie sich auch noch geheilt, die blöde Kuh. Kaum Schaden. Ja, ich bessere Waffe habe ich jetzt leider nicht mehr. Der Glasbogen war leider das Beste. Oh nein, schon wieder verwirrt. Immer der Heiler, das ist voll gemein. Mist. Wasser verlieren, das ist genau schön. Was macht denn Verspotten? Ziehen nur noch. Ja, nicht nur noch anscheinend, sondern ja, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Deine Widerstände sind auch erhöht. Rüstung und Widerstand. Ja, der ist verwirrt. Was macht er? Meter. Schön. Und Ukulele. Warum wechselt der immer die Waffen? Ja. Ah, ich muss das Fokusblatt nehmen. Sonst bringt das hier nichts. Der Ukulele, ja. Kann ich zumindest 19... Nee, muss ich wieder wechseln, die Waffe, das bringt nichts. Was hatte ich denn nochmal, den guten Säbel? Das... Boah, die ist echt bitter. Also... Ja, also Handlänger... ist so einfach aus am Anfang. Mit ja, den die Handlänger waren einfach, aber die... Ein Crit kriege ich auch nicht hin, schade. Oh, jetzt heilt die sich wieder, die blöde Kuh. Mist. Kein Fokus mehr, kann ich irgendwie Fokus aufladen? Ja. Mach doch mal perfekt und Crit. Menu. Muss wieder heilen, bringt alles nichts. Ja, geht ja nicht anders. Oh, was schönes Goldbart, verdammt. Okay. So, jetzt haben wir so drei Eier. Na, schade. Dann heilt sie sich gleich wieder und dann sind wir sogar so weit wie... Oh ja. Pech haben. Die kommen doch noch vielleicht zweimal dran. Oh Mann. Blödes Viech. Okay, immerhin. Verführung. Ah, Mist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der könnte ja wenigstens mal, wenn er verwirrt ist, auch einfach angreifen mit der Waffe, anstatt immer hin und her zu wechseln und irgendwelche Kräuter zu schlucken. Auch ja. Dämlich. Ganze Zeug verbraucht. Oh, ja, warum? Vier. Mann. Greif an, komm, auch wenn du verwirrt bist. Greif an. Der rennt weg. Ernsthaft? Und, na geil, das werden wir niemals schaffen. Wir können uns nicht mehr heilen und nichts. Das. Oh Gott. Fies. Fieses Ding. Ja, kein Fokus mehr. Das ist übel. Ja, und ich hab, ja, ja. Das ist... Ja, du hättest Fokusblätter gehabt, du bist abgehauen. Scheiße. Oh Gott, wenn die sich jetzt noch ein paar Mal heilt, dann sind wir richtig am Arsch. Ja, klar. Ja, ich bin gleich tot.
Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Und ich renne auch weg. Ja, jetzt kannst du auch nur noch wegrennen. Das schafft sie ja alleine nicht, oder? Also nicht. Die andere ist jedes Mal zweimal dran. Ich meine, du kannst ja noch probieren. Sie hat ja sehr viel HP. Also wenn sie es schafft. Zweimal so treffen, dann wäre gut. Ja. Na, natürlich. Das ist so blöd mit dem Verwirren. Die hat so gemeine Sachen. Lebensentzug, Verwirren. Und wir haben gar keine Dinger dagegen. Hexenfluch, das war. Schöne Verschwendung auch. Ja. Wir verbrauchen unser ganzes Zeug hier. Für nix und wieder nichts. Stimmt, wir haben unsere ganze Sachen sind weg. Jetzt machst du wieder irgendeinen Mist. Das ist doch, also ganz ehrlich, die könnten auch im verwirrten Zustand einfach nur angreifen und fertig, also. Und nicht immer irgendein Item benutzen. Jetzt hau sie um. Puh. Mein Gott. War die gemein, also irgendwie. Das war ein Pyrrhus-Sieg. Und ich krieg beide keine Erfahrungspunkte dafür, ne? Nee. Also, nö. Sorry. Die ist schick. Verwirrungsimmunität, schön, da haben wir's. Mhm, und Gruppenheilung nochmal. Mhm. Ach Gottchen. Hast du sie angezogen gleich? Nein. Kannst du auch mir gehen, mein Hut ist scheiße. Ich könnte es auch brauchen. Kannst das Ding haben, ja. Weil du hast ja, es stimmt, Elke hat ja eh die geile Maske eigentlich, ne? Das ist Quatsch. Quasi. Und ich habe einen Hut, den ich eh nie brauche. Ach, hast du mir schon gegeben? Moment, guck ich mal. Ja, der ist deutlich besser. Mein Hut war bescheuert. Oh, das sieht so, voll süß aus. Wo ist die nächste Stadt? Gab's hier eine? Nee, ne? Ach, da rechts gab's eine. Hier, Teufelswerft rechts. Boah, war das hart. Ja, jetzt vielleicht nochmal der Kraken nochmal. Aber immer wissen wir jetzt, dass es den Kraken tatsächlich gibt. Übrigens sind wir am Folgenende. Ja. Boah, also Leute, es war wahrscheinlich für euch, ich hoffe, auch nur ansatzweise so spannend wie für uns gerade. Allein das mit dem Kraken und das jetzt mit der Geißel, boah, hardcore. Bin auch ganz schön erledigt. Ich glaube, das ist heute auch die letzte Folge, oder, die wir aufnehmen in dieser Session. Wir spielen ja schon wieder ewig lang. Bin ganz schön kaputt hier auch. Ja, ich auch. Also die, vor allem wenn es so anstrengend ist in einer Folge. Ja, hier, also. Hier gibt es Feuerseide als Quest. Oh, Feuerseide ist gut. Aber Leute, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Wir sind am Ende, Standi. Wir haben keine Zeit. Also. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Auf beiden Kanälen. Bye, bye. Ciao.